Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Als der 1. FC Saarbrücken am Morgen die Nachricht veröffentlichte, dass Rüdiger Ziel den Verein verstärken würde, war noch nicht klar, in welcher Art und Weise sich der Ex-Trainer von Havelse einbringen soll. Ein Pressegespräch unter der Leitung von Peter Müller brachte nun Klarheit. Heute ganz lockere Runde, keine Pressekonferenz oder sowas, einfach nur zum Kennenlernen. Unser neuer Manager Rüdiger Ziel, der sich direkt auch ein bisschen vorstellt. Und in der lockeren Runde können wir dann drüber plaudern. Zielsetzungen, gut, warum er herkommt, ist und alles. Fang einfach an. Ja, ich glaube, groß vorstellen kann ich mich, ja. Im letzten Jahr in Havelse Cheftrainer, davor viele Jahre im Nachwuchs beim VfL Wolfsburg. Tätig als Co-Trainer, dann Cheftrainer. Gebürtig aus der Pfalz, also Grenzgebiet, und entsprechend, glaube, das war auch so ein Gedanke, warum ich auch extremst auch Richtung Heimat geguckt habe, ob da irgendwas möglich ist, weil die Planung einfach auch von der Familie her ging, dass man wieder Richtung Heimat gehen möchte. Und gibt es ein paar Vereine, und entsprechend gab es zu ein paar Vereinen auch Kontakt. Und hier hat es, glaube ich, richtig gut funktioniert. War in guten Gesprächen dann eine Überlegung, eine Position einfach auch nochmal wieder zuzunehmen, und konnte mich mit der Sache da total identifizieren, anfreunden. Und ich glaube, kam mir das letzte Jahr in Havelse auch entgegen, wo ich dann viele Aufgaben auch übernommen hatte, die jetzt nicht irgendwie nur Trainer dargestellt hat, sondern auch vieles weitere, weil es einfach von der Manpower her nicht funktioniert hat, war einfach so. Und ich glaube, das ist dann auch hier so eine grundlegende Idee zu sagen, das einfach zu verstärken, nochmal zu gucken, wo man unterstützen kann, wo man einfach Professionalisierung einfach reinbringen kann. Weil ich glaube, auch hier ist ein gutes Niveau. Und glaube, wenn man die Ergebnisse anguckt, auch in der dritten Liga jetzt, ist ein super Start. Und trotzdem einfach da auch zu unterstützen, das, was bisher gut war, auch weiter fortzuführen und die ein oder andere Idee mit einzubringen, um zu gucken, dass das dann auch vielleicht sogar besser wird. Und das ist so die Überlegung einfach von der Position her, relativ nah am Präsidenten dran. Ich glaube, er ist jetzt niemand, der ganz, ganz nah dran ist. Und es war einfach eine Überlegung von seiner Seite aus, um da die Wege einfach auch kürzer zu machen, um da nochmal jemand zwischenzuschalten. Und bin da in den Gesprächen einfach überzeugt worden auch, und war einfach eine gute Atmosphäre. Und ich glaube, habe da einfach ein paar Aspekte auch angebracht, wo man sich einfach dann einig wurde, dass das eine gute Sache ist, einfach für beide Seiten. Und ich bin einfach froh, dass ich hier bin. Ich glaube, ich war das öfteren auch im Stadion, konnte das genießen. Die Atmosphäre, freue mich darauf, auch Teil des Ganzen zu sein und entsprechend das auch zu unterstützen. So, ganz zwanglos jetzt einfach. Ich habe genau verstanden, was ist jetzt genau das Aufgabengebiet? Und dann würde ich es gerne besser hinstellen. Entschuldigung, ist okay? Unser Ton so scheiße. Okay. Was ist genau das Aufgabengebiet und wie ist es jetzt hierarchisch gestaltet? Weil man hat ja einen Sportdirektor, man hat einen Trainer, man hat jetzt einen Manager. Ja. Wie ist das? Wer ist da wen weisungsbefugt und wie soll das laufen? Am Ende ist es so, dass ich relativ nah am Präsidenten bin, dass ich entsprechend da auch nah dran bin, Entscheidungsbefugnis auch habe und entsprechend da die letzte Entscheidungsgewalt klar beim Präsidenten ist, beim Präsidium ist, aber entsprechend auch ich da untergeordnet bin und dahingehend dann auch weisungsbefugt bin für Jürgen Luginger und Uwe Koschemann. Für was? Was sind die Themen? Für alle Themen, sportlichen Bereich. Im Grunde alle Themen, die klar die erste Mannschaft betreffen, Themen, die
die auch irgendwo Verzahnung Richtung Nachwuchs betrifft, was Scouting betrifft, was, glaube ich, ausbaufähig ist. Werde da auch, ich glaube, jeder, der mich auch kennengelernt hat oder kennenlernen wird, bin ich jetzt niemand, der mit der Axt hier reinkommt und sagt, so ist es gut und so muss das gemacht werden, sondern für mich gilt einfach, das in einem guten Austausch zu machen, dass man sich da einfach in einer guten Kommunikation bewegt und glaubt, das ist einfach gegeben, aufgrund mit dem Trainer, mit einer gemeinsamen Vergangenheit, die wir haben. Als ich in Koblenz Spieler war in der zweiten Liga, war er Co-Trainer. Dass wir da einfach auch wirklich eine persönliche Beziehung haben, dass das funktionieren wird. Und auch mit Jürgen Luginger, den ich schon kennengelernt hatte, entsprechend, dass das dann auch funktioniert. Und ich glaube, wichtig wird sein, dass wir da zu dritt einfach in der Kommunikation einfach gut sind, uns gut absprechen und dass alle davon profitieren werden. Und wie nennt sich Ihre Funktion? Manager. War ja auch in der Pressemitteilung kam das auch. Okay. Ja. Also vielleicht können Sie es nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ja. Es hat schon ein bisschen für Verwunderung gesorgt, jetzt diese Konstellation, ein solches Konstrukt zu bauen. Mit welcher Begründung kam der Verein auf Sie zu? Gut, am Ende war es einfach so, dass ich auch auf den Verein zukam, dass ich initiativ auch auf verschiedene Vereine zugekommen bin und Gespräche hatte. Und da ist einfach so die Idee entstanden, so die grundsätzlichen Ideen, die ich einfach habe. Meine Analyse einfach vom FC Saarbrücken einfach schlüssig, glaube ich, war, um da zu sehen, um da auch den Weg einfach so weiterzugehen, wie es bisher ist, plus einfach nochmal die Impulse, die ich einfach geben kann und unterstützen kann, auch mitgeben kann, dass es weiterhin erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und ist einfach schön, dass dieser Einstieg nach einem 6-0-Sieg ist. Ich glaube, das macht das Ganze einfacher. Habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass es jetzt nicht irgendwo, es läuft irgendwas schlecht und es kommt jemand mit dazu, sondern zu gucken, es läuft gut. Und wir wollen es einfach noch besser machen. Weil ich glaube, die Idee und ist einfach eine große Idee, die man hier hat, dass man da etwas entwickeln kann. Und ich glaube, in der dritten Liga ist es so eng. Wirklich krasse Konkurrenzsituation, wo, glaube ich, 10 Mannschaften das Ziel haben, aufzusteigen oder vorne mit dabei zu sein. Und entsprechend auch, glaube ich, erster FC Saarbrücken einfach entsprechend auch in dieser Konstellation ist zu sagen, wir wollen nach oben mit dabei sein und gucken, was einfach maximal möglich ist. Können Sie das konkretisieren? Also wenn Sie auf den ersten Saarbrücken schauen, auf den Verein, auf die Strukturen, auf die Mannschaft, die sagen, Sie möchten dort Impulse reinbringen. Was ist denn das konkret jetzt im Moment? Gut, ich werde mir jetzt am Anfang viel anschauen müssen, gucken, wie sind die Abläufe, wo kann man irgendwo nochmal unterstützen. Wo es, glaube ich, das ist ein großes Thema auch auf Hinblick für die nächste Saison, unabhängig in welcher Liga. Wie sieht der Kader dann aus? Sind viele auslaufende Verträge auch? Und da entsprechend auch nochmal mit meiner Expertise dann auch mit zu unterstützen und zu helfen. Und dann entsprechend auch Entscheidungen zu treffen, zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Also ich glaube, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, ich bin mit dabei und schwimme ein bisschen mit, sondern entsprechend dann auch zu sagen, eine Entscheidung auch zu treffen und in Absprache dann auch mit dem Präsidenten und da einfach den Verein einfach gut aufzustellen. Wenn Sie sagen, wir haben eine Analyse gemacht, dann gibt es ja Punkte, wo Sie jetzt ansetzen wollen, wo zu verbessern es gilt. Wird es wahrscheinlich verschiedene geben, aber welcher ist denn der dringendste? Gut, das war im Grunde war das eine Analyse aus der Ferne und das möchte ich mir einfach jetzt auch mal eher intern nochmal angucken, ob das so auch im Detail stimmt, weil jetzt aus der Ferne, wenn man irgendwo als Externer etwas guckt, ist immer wieder was anderes, wie wenn man jetzt ganz auch nah dran ist. Ob sich das auch, wenn ich jetzt nah dran bin, auch so widerspiegelt. Von daher gilt es jetzt einfach die Zeit zu nutzen, dran zu sein
vieles einfach mitzunehmen, viele Gespräche zu führen, um dann zu sehen, ja, die deckungsgleiche Analyse, die ich auch mit den Verantwortlichen hatte, das ist jetzt auch so meine Meinung, wenn ich mit dabei bin. Und da werde ich dann auch entsprechend dann auch im Austausch mit Jürgen Luginger, im Austausch mit Uwe Koschinat auch gucken, Impulse zu setzen. Und ich glaube, es macht es einfacher, gerade weil es auf persönlicher Ebene auch funktioniert. Da sich auch, glaube ich, eine große Bedeutung mit aller Offenheit und Ehrlichkeit dann auch zu begegnen. Wie ist das, wenn man jetzt so lange Trainer war eigentlich? Und jetzt, ja, es ist ja dann doch mehr oder weniger ein Bürojob. Einer von der Tribüne runter. Warum macht man das, wenn man eigentlich als Trainer ja doch gute Meriten hat? Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, das letzte Jahr in Havelse kam mir da entgegen, wo ich auch viele Aufgaben neben dem Platz erfüllen musste. Von daher war das schon irgendwo so ein Step, eine Doppelfunktion zu haben. Und hat mir einfach, der Austausch einfach auch, hat einfach gepasst. Und so die Vorstellung, wie ich mich einbringen kann, hat dazu für mich geführt, dann, dass es auch funktionieren wird. Und entsprechend die Freude auch, diese Position auszunehmen. Und klar ist auch, ich werde auch oft aus dem Büro draußen sein und wie es jetzt auch ist, mir das Training dann auch angucken. Und klar, definitiv ist so, ich stehe nicht auf dem Platz, ist was anderes. Und trotzdem eine ähnliche Situation fast, wie es auch letztes Jahr schon war. Ja, aber haben Sie keine Lust mehr auf dem Platz zu stehen? Oder wie kamen Sie zu der Entscheidung, da mit der Trainer sein zu wollen? Weil das ist ja eigentlich so die direkte Art, den Fußball zu erleben noch. Ja, aber am Ende nochmal war es einfach so, die Gespräche, die gut waren, die Aufgaben, die ich bekommen kann und die ähnliche Funktion auch letztes Jahr schon ausgeführt zu haben. Klar. In der Verteilung 50-50 Platz und Büro, aber entsprechend in ähnlicher Form dann das auch schon war, wo ich dort die Entscheidung treffen konnte, treffen musste und auch viele Gespräche einfach unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert, führen musste. Wie nah wollen Sie denn an der Mannschaft sein? So nah wie möglich. Ich glaube, es ist jetzt am Anfang irgendwo eine Findungsphase, wo man viele Sachen auch absprechen muss. Aber es ist schon so angedacht, dass ich mir die Trainingseinheiten angucke, wenn es möglich ist, dass ich bei den Spielen dabei bin, dass ich auch meine Besprechungen mit dabei bin, dass ich entsprechend mir wirklich auch ein Bild vom Innern machen kann. Also irgendwie, keine Ahnung, das klingt alles so unglaublich gut und das erschließt sich mir auch alles so, wenn man sagt, man möchte etwas besser machen. Aber Sie können es uns oder der Verein kann uns in den Bereich der Spekulation dann schicken, warum wir uns denken, dass das so ist. Sie können es aber auch sagen, warum so eine Struktur gebaut wurde. Also der spielt auf Platz 3, 3 Punkte Rückstand, glaube ich. Also da läuft ja alles ziemlich gut so. Also warum? Helfen Sie mir. Weil man sieht einfach oder weil man die Idee hat, es einfach nochmal zu verbessern. Ich glaube, das ist der Ansatz. Und das Gute ist einfach, dass das auch gemacht wird in einer guten Situation. Sonst würden es, glaube ich, die Spekulationen auch noch drumherum nochmal mehr sein, wo man sagt, jetzt wird irgendwo ein Kopf gefordert. Es dauert nicht mehr lange, aber in einer positiven Situation, wie es einfach jetzt ist, einfach das nochmal zu unterstützen und nochmal breiter aufzustellen, weil ich glaube schon im Vergleich jetzt zu anderen Drittligisten ist von der Manpower her auch ausbaufähig. Verstehen Sie mich nicht? Ja. Also, wir werden hier mit offenen Armen empfangen, aber ich habe trotzdem dazu Fragen. Ich meine, stell die mal provokativ jetzt und ich sage, die ist jetzt provokativ. Braucht Uwe Koschinat und braucht Jürgen Luginger Rüdiger Ziel, damit Sie wissen, der ein guter Rechtsverteidiger ist, um mal so ein Beispiel zu nennen. Also brauchen Sie sie dafür? Am Ende
geht es darum, zu dritt dann auch eine Entscheidung zu treffen, wer ist ein guter Rechtsverteidiger. Und da auch klar, und am Ende werde ich mich irgendwo hüten, auch einem Cheftrainer zu sagen, der muss spielen oder so wird's gemacht oder so wird's gemacht. Weil ich glaube, ich habe selbst als U23-Trainer erlebt, wie blöd es ist, wenn da einer sagt, nee, der muss spielen, was bei einer U23 halt gang und gäbe ist. Von oben kommt jemand runter und funktioniert halt nicht. Aber dass man das einfach in einem engen Austausch auch einfach drüber spricht und einfach reflektiert, wieso mache ich das, ist vielleicht eine andere Idee auch noch da. Und da jemand Drittes auch noch mit dazu zu holen, um da einfach diesen Austausch und, glaube ich, eine Expertise einfach mit nochmal dazu zu nehmen und es einfach breiter aufzustellen. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, so diese Manpower nochmal zu verstärken, dass da einfach nochmal auf einer breiterer Basis einfach das aufgebaut wird. Jetzt laufen die Verträge von Jürgen Lutz zum Saisonende aus. Sind Sie denn dann auch der letztlich entscheidet oder der Präsident entscheidet, ob da weitergearbeitet wird? Ist das auch Ihr Aufgabenbereich oder könnte sein, dass das nur beim Präsidium liegt? Oder sind Sie da beraten tätig? Wie muss ich mir das machen? Entscheidung jetzt, was Trainer- oder Sportdirektorverträge anbelangt, hatten wir noch gar nicht besprochen, weil das einfach noch ein bisschen weiter weg liegt. Ich glaube, Thema ist auch, was ich vorhin angesprochen habe, die Situation bei den Spielern, wo viele Verträge auslaufen, wo man sich darum kümmern muss, zumindest einfach mal vom Scouting her, von der Kaderplanung her, frühzeitig irgendwo sich aufzustellen, zu gucken, was ist möglich, was will man beim aktuellen Kader vielleicht behalten, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, um dann auch zu gucken, Thema ist mit Sicherheit, irgendwo das vielleicht zu verjüngen und da auch jetzt schon auch zu gucken. Und ich glaube, Thematik jetzt Trainer und auch Sportdirektor war in den Gesprächen noch kein Thema. Nee, aber prinzipiell, ja. Also ich verstehe die Frage schon, prinzipiell ja. Wäre das Ihr Job? Das wäre mit Sicherheit ein Thema, wo ich auch mein Urteil abgebe, aber am Ende, jetzt ist dann ein Präsidium, das dann auch mitentscheidet, klar. Also ich komme jetzt nicht hierher und sage, das wird verlängert, das wird nicht verlängert, sondern entsprechend, klar, gebe ich meine Meinung ab und werde auch Entscheidungen treffen. Ich glaube, so wirklich diese großen Entscheidungen in Bezug auf Sportdirektor und auch Trainer wird es dann auch mit dem Präsidium einfach in Austausch geben. Arbeiten Sie mit Berater oder machen Sie das selbst? Ich habe auch einen Berater, aber ich habe auch verschiedene Leute, die sich einfach drum kümmern, die geguckt haben, wo ist irgendwas möglich, Kontakte geknüpft haben. Es war hier einfach so, dass vertraglich relativ wenig Aufwand war, weil es für mich klar war, dass die Aufgabe mich interessiert und mir war klar, dass es auch funktionieren wird auf finanzieller Basis und da war das überhaupt gar keine. Also für mich hat im Vordergrund gestanden die Aufgabe, die ich habe und entsprechend war das jetzt nicht groß irgendwo an Verhandlungen geknüpft. Ich bin jetzt etwas später zu der PK hier dazugestoßen, vielleicht wurde die Frage aber auch schon mal gestellt. Wurde der Trainer im Vorfeld in die Gespräche mit ihm komplett mit eingebunden oder hatten Sie sich im Vorfeld mit dem Trainer Koschinat kurz geschlossen? Das hatte, also die Entscheidung wurde gefällt im Grunde vom Präsidium und im Grunde habe ich danach dann relativ schnell auch Kontakt mit Uwe Koschinat dann auch aufgenommen. Wie hat er das aufgenommen? Jawohl, das ist super, wir brauchen Sie, oder? Also er hat gesagt, was für eine Scheiße. Könnte ich mal vorstellen. Nein, ich glaube, ein großer Bonus ist in dem Sinne wirklich, dass wir eine persönliche Beziehung haben, irgendwo eine Verbindung haben aus der Vergangenheit und uns gut verstehen. Und entsprechend war da auch von seiner Seite nicht nur mir gegenüber, aber auch an anderer Seite positiv.
Jetzt habe ich das so verstanden, Sie sind gekommen, weil die Kommunikation irgendwo nicht so optimal war und es verbessert werden soll. Und das Ziel vor allem die zweite Liga ist, was jetzt angepeilt wird und durch Ihre Verpflichtung ja, einen klaren Ausdruck bekommt. Ist das, verstehen Sie das auch so? Am Ende ist so, glaube ich, ist es in der dritten Liga extrem, diese Konkurrenzsituation, dass einfach 10 Mannschaften an den Start gehen und sich sagen, wir wollen vorne mitspielen und wenn es richtig gut läuft, steigen wir auf. Und man kann ja jetzt nicht verhehlen, dass Saarbrücken eine Mannschaft ist und einen Kader hat, der auch guckt, wenn es gut läuft, sind wir vorne dabei. So wie es jetzt auch die Tabellensituation widerspiegelt. Dass es in der dritten Liga einfach schwer planbar ist, zu sagen, wir müssen aufsteigen, so wie es manche tituliert haben, ist einfach brutal schwer. Es ist einfach nicht möglich, das zu planen, dass wir einfach den maximalen Erfolg haben möchten, dass der Trainer mit seinem Trainerteam, mit dem Sportdirektor zusammen jedes Spiel angeht und plant, so können wir gewinnen, so wollen wir gewinnen, ist auch so. Das habe ich im Grunde letztes Jahr in Havelse als ganz, ganz krasser Außenseiter die Idee auch gehabt. Ich gehe jedes Spiel an und gucke, dass ich dieses Spiel gewinne. Mit Havelse war das ein bisschen schwieriger, als es mit Saarbrücken der Fall ist. Und so geht Saarbrücken geht's halt ähnlich wie 9, 10 anderen Vereinen, anderen Mannschaften, die halt gucken, ja, wir haben eine gewisse Qualität und wollen entsprechend dann auch relativ weit oben landen. Und das auch proklamieren, wir müssen aufsteigen, ist, glaube ich, nicht der Fall. Und trotzdem einfach zu gucken, was einfach mit dem Kader einfach möglich ist in der dritten Liga. Jetzt gibt es ein paar Kommentatoren, die, bevor sie jetzt schon vorgestellt wurden, gesagt haben, sie wären eventuell auch ein möglicher Ersatz für den Trainer oder den Sportdirektor, falls da was schief läuft. Wie sehen Sie denn diese Sache? Ich bin auf die Frage vorbereitet. Am Ende mit meiner Vergangenheit als Trainer war, dass die Verträge auslaufen, war mir klar, dass das kommt. Das war also in den Gesprächen kein Thema. Und es war auch für mich jetzt nicht vordergründig so ein Gedanke, ich komme jetzt hierher, wenn 4 Spiele verloren werden oder wenn irgendwas blöd läuft, dann werde ich Nachfolger von X oder von Y. Sondern für mich war jetzt klar, es gibt eine neue Position, es gibt eine Aufgabe, mit der ich mich identifizieren kann, auf die ich richtig Bock habe und konzentriere mich darauf. Und ich glaube, es ist ein großes Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Und ich glaube, ich hatte es dann auch schon erwähnt intern, auch eine gewisse Verpflichtung meinerseits, da sehr, sehr viel zu investieren. Und da möchte ich einfach auch dem Präsidenten irgendwo Dank aussprechen, dass das wirklich möglich ist, hier zu arbeiten. Und entsprechend dann auch möchte ich das einfach mit viel Investment einfach auch zurückgeben, dass es auf dem Weg, den wir sind, weitergeht und zu gucken, dass mit meinem Input das vielleicht sogar besser wird. Und trotzdem wird es sich nicht in dem Spiel am Montag widerspiegeln, ob wir da jetzt gewinnen oder verlieren. Dann bin ich eine Woche hier und muss man dann sehen, einfach wie das Spiel dann läuft. Wie lange läuft der Vertrag? Entschuldigung. Wie lange läuft der Vertrag? Ist ein längerfristiger Vertrag. 12 Jahre. Liga-unabhängig. Fast. Nein. Ein längerfristiger Vertrag und ansonsten kein Antworten zu Vertragsinhalten. Liga unabhängig, kann man aber sagen. Ja. Du hast eben von Strukturen so ein bisschen angedeutet, dass das auch in den Aufgabenbereich kommt. Es hat mal jemand gesagt, Saarbrücken hat für die Regionalliga zu gute Strukturen, aber im Hinblick auf die zweite Liga ist es ausbaufähig. Du hast jetzt gesagt, was dich mit dem Verein beschäftigt, hast dich hier auch so ein bisschen schon umgesehen. Ist ja immer mal wieder ein Thema, es fehlt noch ein Kunstrasenplatz, es könnte noch ein Rasenplatz, die Jugend teilt sich teilweise einen Platz. Ist das auch so ein Fokus, wenn du sagst, da muss dann der Verein neben der von dir angesprochenen personellen Manpower auch organisatorisch sich noch verbreitern. Ich glaube, es sind viele, die den Verein hier besser kennen als ich. Ich glaube, das ist ein Thema. Und trotzdem muss ich mir halt wirklich auch ein Bild machen,
von allem, wie die Gegebenheiten sind. Ich war hier schon mal vor langer, langer Zeit auch im Sportfeld gespielt und im alten Ludwigspark gespielt. Ja, war letztes Jahr mit Havelsee hier, aber trotzdem muss ich einfach hier ankommen, mir vieles irgendwo angucken, viele Gespräche führen und dann sehen, was irgendwo an Ideen noch da ist, um zu gucken, um das zu verbessern. Und trotzdem, wo ich jetzt einen Tag hier bin, weiß ich auch, sehe ich auch, dass, glaube ich, die Platzsituation gerade für die Jugend verbesserungswürdig ist. Es gibt ja auch immer noch so eine persönliche, private Komponente. Du hast mir im Sommer mal erzählt, dass geplant ist, dass du mit der Familie komplett hier hinkommst. Ist das schon vollzogen oder ist da im Moment noch so ein bisschen, weil ich glaube, die Kinder sind ja auch schon unpflichtig. Ja, also klar, deswegen, das war auch kompletter Fokus von meiner Seite auch zu gucken, dass es Richtung Heimat geht. Bei der Vereinssuche ist einfach so, wo ich dann viel unterwegs war hier im Südwesten. Und Familie ist jetzt noch in Wolfsburg. Und es wird ja dann irgendwo Richtung Weihnachten dann vollzogen, dass wir dann komplett hierher ziehen. Okay.